Sie Lords und Sie Ladies, heute habe ich wieder einen speziellen Rum für euch. Den Lockdowner. Dieser Lockdowner ist wieder eine sehr kreative Idee von unserem Steffen Brinkmann aus Schwerin. Der hat mit Zigarrenversand 24, ich weiß, viel zu viel Werbung, aber der hat diesen Lockdowner ersonnen im Jahre des Herrn 2022. Sieht man hier oben auch auf der Flasche drauf, da steht MMXX. Für uns alten Lateiner natürlich überhaupt kein Problem. M steht für 1000, X ist eine 10 und das wird von links nach rechts einfach aufsummiert, also 2020. Warum um Himmels Willen sollte man sich denn an den Lockdown erinnern? War ja keine schöne Situation, aber es gibt auch Leute, die was draus gemacht haben und zwar, ja, zum Beispiel neuen Rum kreiert. Damit soll dann das Jahr 2020 uns allen auch geschmacklich irgendwie in Erinnerung bleiben. Na, und Geschmack ist ja mein Stichwort, also werde ich mir gleich mal etwas von diesem Tröpfchen hier eingießen. Der soll nämlich ein bisschen atmen und fruchtig. Bin gespannt, welche Aromen sich mir hier offenbaren. Ja, guck mal. Ein schönes Kupfer, so ein leichtes rotbraun, rötlich-braun im Glas. Eine süße Note von ja, Maracuja stand zumindest in der Beschreibung. Es ist was Tropisches, definitiv auf jeden Fall. Gut, lassen wir mal stehen. Ich bin ja immer so ein bisschen begeistert, ne? Sowas zeugt ja echt für Unternehmergeist. Wenn du da sitzt und denkst, na, muss den Laden erstmal schließen, was machst du jetzt? Gepriesen sei der Online-Shop übrigens an dieser Stelle. Ich glaube, einige Geschäfte haben sogar dann rudimentäre Online-Shops aufgebaut oder zumindest die Möglichkeit gegeben, etwas im eigenen Ladengeschäft abzuholen, wenn man es denn schon nicht aufmachen konnte. Wir hatten sogar mal eine Cocktailbar in Ratzeburg. Die hat dann während des Lockdowns so einen kleinen Lieferservice eingerichtet. Da kamen die Cocktails dann in so kleinen Flaschen. So zum selber shaken quasi. Und lustigerweise haben die auch noch eine Tüte Eis mitgeliefert. Also so ein rundum sorglos Paket konntest du gleich in der Flasche shaken und hattest dann einen leckeren Cocktail. Großartig eigentlich. Nun, und ganz ehrlich, warum solltest du nicht während des Lockdowns auch so ein bisschen Genuss haben? Na, das haben sich wahrscheinlich auch hier Steffen Brinkmann und Zigarrenversand 24 gedacht und haben dann diesen Rum hier kreiert. Diese rumbasierte Spirituose natürlich. Also da ist, wenn er schon so süß riecht, irgendwas Eingelegtes und ich vermute auch mal so ein bisschen Zucker reingestreut. Also vom Geruch her schon sehr angenehm. Nochmal, Steffen Brinkmann ist ja auch Vater des Ronzuarin. Den habe ich natürlich vorbereitet hier. Die sehen schon unterschiedlich aus, ne? Ich mache das mal hier vor mein Hemd so ein bisschen. So, ein bisschen dunkler, ein bisschen heller. Klar, kriegst du auch mit Zuckerkulör hin. Auch vom Geruch sind die beiden extrem unterschiedlich. Ja, hier mehr die süßlich-karamellige Richtung. Und hier kommt wirklich Frucht durch. Nur mal kurz erwähnt. Übrigens, bei 555 Abonnenten auf meinem Kanal gibt es so eine Flasche Ronzuarin Classic 200 ml zu gewinnen. Also, wie funktioniert das? Ich lose aus unter allen Abonnenten, die ich identifizieren kann auf meinem Kanal. Drückt doch, wenn ihr noch nicht abonniert habt, unten den Knopf und nehmt an meinem kleinen Gewinnspiel teil. Vom Geruch alleine bisher nichts hat. Da kommt auch so eine, noch eine karamellige Note, finde ich. Durch? Mhm. Wollen wir mal probieren, ne? Prost! Auf jeden Fall süß, leicht alkoholische Schärfe und dann noch so ein leicht scharfer Ton tatsächlich. Nicht vom Alkohol, sowas Chili-mäßiges. Und ich würde sagen, ja, Maracuja kommt hin. Irgendwie so ein Maracuja-Orange-Mix, finde ich, ist das. Also durchaus lecker.
und nur Karamell, finde ich. Also ich schmecke hier Karamell raus anstatt der üblichen Vanillenote. Und ein durchaus angenehmer Rum, beziehungsweise eine durchaus angenehme Rumspirituose. Was hat der Kollege denn hier? 40 Volumenprozent, das ist furchtbar anständig von ihm. Merkst du natürlich auch, wird nicht ganz abgefedert durch diese Süßung, aber das macht den doch noch ein bisschen lebendiger, doch noch ein bisschen spannender. Ansonsten hätte ich gedacht, oh ja, oh Gott, bisschen süßes likörartiges Getränk, aber so als Komposition zusammen mit dem Geschmack, muss ich sagen, ist eine ganz leckere Geschichte geworden. Und ich merke so eine wohlige Wärme, also nicht so zack scharf, wie du es teilweise von so einem Rachenputzer gewohnt bist, sondern so eine wohlige Wärme. Ich glaube, hat auch ein bisschen was mit dem Design dieses Lockdowner zu tun, ne? Du brauchst es halt während dieser doch recht schweren Zeit eben etwas wohlige Wärme und die konntest du in dieser kleinen Flasche finden. Finde ich eine super Idee. Ich hoffe, der bleibt uns noch ein bisschen erhalten. Auf jeden Fall eine ganz leckere Komposition. Wenn ich einen Link finde, stelle ich ihn euch natürlich unten in die Beschreibung rein. Und ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Rum.